Ein herzallerliebstes Hallöche, hallo zurück bei 7 Days. 10 Tage, 7 Köpfe, 4 Stühle, eine Meinung. Was ist das denn hier? So, machen Sie das mal auf. So, wir starten direkt mal mit diesem hier. Dafür brauchen wir. Ja, wir brauchen zweimal Reifen, einen Motor und eine Battery. Und dafür, das ist jede Menge Kleinscheiß, den kriegen wir aber zusammen. Scheinwerfer haben wir, glaube ich. Ja, darum möchte ich mich jetzt diesmal kümmern. Das ist, glaube ich, alles hier. Oh, Motorcycle, Handlebar, Taschenmotorradfahrwerk. Taschenmotorradlenker, das ist ein anderer. Also den müssen wir noch machen. Aber das Chassis haben wir, einen Motor haben wir. Wir haben keine Battery. Von dem Rest haben wir jede Menge. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Das heißt, wir könnten theoretisch, praktisch uns noch auf die Suche nach ein paar Autos machen und eventuell selbige auch auseinandernehmen. Das können wir den Tag über so ein bisschen machen. Und dann können wir heute Nacht schauen, inwieweit wir vielleicht mal ein Minibike gebaut kriegen. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Battery. Was? Who's talking? Ja, ich glaube nicht, dass da Batteries drin sind. In dem Status. In diesem Stadium, so rum. Hat keinen Status, hat ein Stadium. Ach, hallo, Fräulein! Oh. Halt sie mal. Das Maul. Oh, hi Lisa. Oh, das war daneben. Oh, Frank. Hey, Frank. Jetzt wird's aber unangenehm. Tschüss, Joey. Frank. Lass mal die Frauen ruhen. Hör auf zu zappeln. Ah. Die eine Lisa hat was an und die andere hat nichts an. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nehmen wir gerne. Nehmen wir auch gerne. Nehmen wir immer gerne. Das war aber jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Es lag jetzt nur gerade auf dem Weg, weil die da rumgemault haben. Da wollte ich denen mal kurz sagen, dass ich das nicht gehört, hier so unhöflich mit Menschen umzugehen, so. Ach, guck mal da. Lade nach! Da crowlt einer. Das ist der, den ich schon die ganze Zeit höre. Verrückt. Lass crowlen. Let him crowl, let him crowl, let him crowl, oh, let him crowl. Denkst du dir auch, Horge Maul? Let him crawl. Mal. So, Parkplatz, ich sag mal, haben Sie hier einen? Haben Sie hier einen Parkplatz? Hier steht auch immer so ein. Ja, aber den Bus kann ich. Ich kann ihn auch auseinandernehmen, keine Frage. Aber der ist ja mal Treppsche. Will er mal Treppsche behalten?
Aber der da, der sieht geschmackvoll aus. Der hat auch Gedönse inside. Lose Fragments. So Breast Gedöns. Aber keine Batterie. Das mit dem Bus ist halt blöd, ne? Das ist halt. Das ist halt hier mal Treppchen, ne? Aber in dem Bus ist bestimmt was Schönes drin. Muni haben sie drin gesammelt. Boah, der ist aber. Der ist stabil. Sag's Bescheid, wenn du was brauchst, ne? So, und der als stabil bezeichnen. So vielleicht. Ach, da. Okay. Das ist krass, der ist extrem stabil. Weil wenn man auseinander nimmt, kommt nichts mehr raus. Ein bisschen Eisen. Du doof. Du doof. Was? Ledersitze hat er? Naja, nicht ganz Leder. Sitze aus Tierhaut. Und da wäre echt wenig bei rum. Da zeigt er mir einfach nicht alles an. Das ist krasser Scheiße. So auseinandernehmen geht halt auch tierisch auf die Stamina. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Eisen und Animal Hide rausgekriegt. Also diese Busse lohnen sich ja gar nicht. Interessiert mich halt, was wir jetzt noch kriegen, wenn wir das Projekt hier abschließen. Ich habe so ein bisschen diesen Bonus für, ich zieh's bis zum Ende durch. Nichts. Der ist sogar direkt beim ersten Mal weg, dann. Amat. Komm, was soll's, Ordnung wegen.
bringt XP. Steht es ja auch ein bisschen stabiler. So, aber da gehen wir jetzt nicht hin. Das machen wir jetzt nicht. Das bringt uns nämlich nichts. Dann lasse ich jetzt auch mal, wie er ist. Da hinten wäre noch, was haben wir denn? 20 Uhr. Wenn ich halt keine Batterie finde, ist halt diese ganze, der ganze Plan, diese ganze Minibike-Show einfach für den Arsch. Das ist Problem. Lieber auf Pistol. Dass hier mittendrin in dieser toten Landschaft so ein grüner Baum steht. Okay, dann verzichte ich gerne mal. Resting. Irgendwann kommen auch viel Schraubfedern bei raus, was ja auch ganz cool ist, die brauchen wir ja auch. Immer mal wieder. Aber ist gerade nicht ganz zielführend. Ja, ist egal. Und wieder so ein Breasting. Ah, ja. Batterie war dabei, eine Einser-Batterie nur, aber immerhin eine Batterie. Können wir ja möglicherweise später, wenn es uns nicht gut genug ist, auch wieder austauschen. Sag mal, wenn ich auf dich schieße, dann stirbst du. Oh, ich habe 4 Fertigkeitspunkte. Das ist aber nett. Beinschuss. Schnibbischuss. Lade nach. Jetzt ist er gerade gesprungen. Der ist... Tut auch weh, Junge. Nicht, weil ich dieses Haus jetzt irgendwie einnehmen möchte, sondern einfach nur der XP wegen, weil die da gerade so lustig rausgewackelt sind. Ich bin da ja nun mal nicht so, ne? Ich denke mir, ey, die da alle gerade schon lustig rauswackeln. Will ich jetzt nicht, dass sie das umsonst gemacht haben, ne? Warum ist in diesen Autos immer Muni drin? Was ist da los mit denen? Deswegen sind die alle gestorben. Schatz, Schatz, pass auf, da kommen überall Zombies, der Schießi. Ich kann nicht. Warum? Ich hab die Muni im Auto vergessen. So. Dann wird es jetzt Nacht.
Wir versuchen mal nach Hause zu kommen, solange es noch einigermaßen hell ist und solange wir dann auch wissen, wo wir hin müssen. Denn der Navi folgen funktioniert ja nicht, weil wie eh und je. Wir kennen es, wir wissen es. Ich habe wieder meinen Schlafsack nicht aufgenommen und neu gesetzt und da hat er natürlich den Spawnpunkt wieder vergessen.